Oft bekommen wir in den Nachrichten mit, dass an einem Ort ein Erdrutsch stattgefunden hat. Häuser, Geschäfte und Straßen sind ineinander gestürzt. Bilder von Menschen, die versuchen zu helfen. Trauer und Hoffnungslosigkeit in Gesichter geschrieben. Tränen fließen. Geschreie und Verwirrung. Schreckliche Bilder, die uns erreichen. Aber lass mich dir eines sagen. Es wird ein Ereignis stattfinden. Eine Erschütterung, die du niemals gesehen hast. Eines der großen Zeichen von Yawm al-Qiyamah. Die drei Erdrutsche. Hudhayfa ibn Usayd radiallahu an berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, bis ihr 10 Zeichen seht. Davon nannte er 3 Erdrutsche. Einen Erdrutsch im Osten, einen Erdrutsch im Westen und einen Erdrutsch auf der arabischen Halbinsel. Es wird kein Erdrutsch sein, der nur an einem Ort stattfindet. Sie werden gleichzeitig an verschiedenen Orten der Erde stattfinden. Sie werden so gewaltig sein, dass man sie auf der gesamten Erde spürt. Die Menschheit neigt sich dem Ende zu. Die größten Gebäude, die du kennst, werden in sich zusammenbrechen, wie ein Kartenhaus. Der Boden wird aufgerissen. Autos und andere Verkehrsmittel stürzen in die Erde. Sie werden verschluckt werden. Wann wird dieses Ereignis stattfinden? Salama radiallahu anha sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, nach mir wird es einen Erdrutsch im Osten, einen Erdrutsch im Westen und einen Erdrutsch auf der arabischen Halbinsel geben. Ich fragte ihn, O Gesandter Allahs, geschieht ein Erdrutsch, obwohl sich in dem Ort die Rechtschaffenen befinden? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, ja, wenn sich unter ihren Leuten das Töten vermehrt. Wallahi, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam bewahrheitet sich in unserer Zeit. Ist es nicht so, dass überall, wo rechtschaffene Menschen leben, literweise Blut fließt? Menschen ermordet und getötet werden, obwohl Menschen darunter leben, die das Gute gebieten und das Falsche anprangern? Dies ist eine Tatsache, die wir selber bezeugen können. Doch damit nicht genug. Die Ereignisse überschlagen sich. Ein Zeichen folgt dem anderen, wenn die Stunde nah ist. Kurz vor Yawm al-Qiyamah trifft ein weiteres großes Zeichen ein. Verzweifelte Gesichter. Die Menschen sind unter Schock. Wahnsinn und Hysterie machen sich breit. Der Dukhan ist eingetroffen. Was lässt dich wissen, was Dukhan ist? Rauch? Nebel? Oder Wolken? Was ist Dukhan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم So erwarte den Tag, an dem der Himmel deutlichen Rauch hervorbringt, der die Menschen überdecken wird. Das ist eine schmerzhafte Strafe. Dieses Ereignis werden wir mit den eigenen Augen live erleben, wenn wir noch leben sollten. Der Rauch, er wird den ganzen Globus umhüllen. Es gibt kein Entkommen. Er wird an die gesamte Menschheit gerichtet sein. Jeder Mensch auf dieser Erde wird ihn wahrnehmen. Der Himmel verdunkelt sich. Schwarze Wolken verdecken die Sonne. Dunkelheit verbreitet sich auf der Erde. Die Menschen schauen hinauf, Richtung Himmel. Alles pechschwarz. Angst und Schrecken überkommt den Menschen. Der Puls steigt. Das Herz schlägt höher. Der Schweiß fließt den Körper hinunter. Keine Stadt, kein Land oder ein Volk. Nein, die gesamte Menschheit wird davon betroffen sein. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, es sind 2 Arten von Rauch. Einer davon ist bereits eingetreten. Und der Rauch, der noch kommt, wird den Raum zwischen Himmel und Erde einnehmen. Der Gläubige empfindet es als ein Niesen. Dem Ungläubigen aber durchbohrt er sein Gehör. Imam Muslim überliefert, dass Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, beeilt euch mit den guten Taten, bevor 6 Dinge geschehen.
Und eines der erwähnten Dinge war Dukhan, der Rauch. Wir haben keine andere Wahl. Entweder beeilen wir uns mit guten Taten, ändern den Lebensstil, suchen das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala und kehren zurück zum Islam, oder wir gehören zu den eindeutigen Verlierern.